Der nächste, der hier diesen Antrag mit einbringt, ist Jens Spahn, der zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Vor der Pandemie, die wirtschaftlich sehr, sehr gut gelaufen sind, Haushaltsüberschüsse, soziale Sicherungssysteme, die Überschüsse hatten, Lohn- und Rentensteigerungen, wie wir sie selten gesehen haben, Rekordbeschäftigung. Nun zwei Krisen hintereinander, die Pandemie, jetzt der Krieg und die Folgen, die Energiekrise, wo es ans Eingemachte geht, wo wir merken, dieses Jahrzehnt wird anders, wird schwerer, ein Epochenbruch, wie es unser Vorsitzender, wie es Friedrich gerade genannt hat. Und ja, es ist richtig, die Ukraine zu unterstützen, das tapfere ukrainische Volk in seinem Kampf für seine Freiheit, aber auch für unsere Freiheit zu unterstützen. Es ist aber genauso richtig, dass das Folgen hat. Folgen für Europa und für Deutschland, für unsere Energieversorgung, für unseren Wohlstand, für unseren Zusammenhalt. Und unser Antrag, den wir hier vorstellen, den wir gemeinsam erarbeitet haben, auch von Fraktion und Partei, um das gut abzustimmen, der macht dafür einen Vorschlag, wie wir damit umgehen wollen. Das sind zwei, drei wichtige Elemente. Das erste, der Andreas Jung hat schon darauf hingewiesen, das erste Wichtige ist, wir haben einen Angebotsschock. In einer Zeit, wo etwas knapp ist, und das zeigen ja Preise an, Marktwirtschaft. Hohe Preise gibt es dann, wenn etwas knapp ist, und Strom, Energie ist gerade knapp, weil das Angebot knapp ist. In einer solchen Phase muss man das Angebot erweitern. Jede Kilowattstunde zählt, das ist das Mantra von Robert Habeck. Mit diesem Mantra, jede Kilowattstunde zählt, werden Duschtipps und Einsparverordnungen begründet. Wenn aber jede Kilowattstunde zählt, dann reichen für ein Industrieland nicht Duschtipps, dann muss jede Form der Energieerzeugung wieder ans Netz in dieser schwierigen Zeit. Und das ist genau das, was wir vorschlagen. Es geht um Biogas, Photovoltaik und Wind, wo die Potenziale nicht genutzt werden, wo man nur zwei, drei Regeln ändern müsste und wir hätten mehr Energieerzeugung. Es geht um Kohle, Kohlekraftwerke in Deutschland übrigens, die modernsten auf der Welt, die ans Netz gehen könnten. Das haben wir schon im März gesagt im Deutschen Bundestag. Da haben die Grünen uns noch ausgelacht, als wir gesagt haben, fahrt die Kohlekraftwerke hoch, damit wir bei der Gasverstromung runterfahren können. Im Juli schienen sie es dann begriffen zu haben, sie haben das Gesetz geändert. Aber liebe Freundinnen und Freunde, seitdem sind zwei, in Worten nur zwei Kohlekraftwerke wieder ans Netz, weil sie dann die Vorgaben so hoch gemacht haben und es so schwer gemacht haben, für die Betreiber es ans Netz zu bringen, diese Kohlekraftwerke, die wir so dringend bräuchten. Liebe Freundinnen und Freunde, dass jetzt noch so viel Gas verstromt wird, hat was damit zu tun, dass diese Regierung die Kohlekraftwerke nicht ans Netz bringt. Das hätte schon seit Monaten passieren müssen. Und dann die Kernkraftwerke. Es ist gerade schon einiges dazu gesagt worden, aber man muss es immer noch mal wieder deutlich machen. Der Stresstest, weil immer was anderes behauptet wird, der Stresstest hat klar gesagt, alle drei Kernkraftwerke mindestens im Streckbetrieb durchgehend am Netz zu halten, um die Stabilität zu sichern. Robert Habeck handelt gegen die Empfehlungen des Stresstests. Ich habe mich sowieso gefragt, wofür es überhaupt einen Stresstest braucht. Wir haben jeden Tag Stresstests. Familien, Handwerker, Bäckereien, mittelständische Unternehmen, die können seit Monaten auf ihrer Stromrechnung sehen, was los ist. Die haben seit Monaten Stress, wenn sie daran denken, was in diesem Winter, was in den nächsten Wochen an Kosten auf sie zukommt. Jedes Angebot macht den Preis günstiger. Wer einen Stresstest wollte, der hatte ihn eigentlich jeden Tag. Erweitern Sie das Angebot auch im nächsten Jahr, damit die Preise unten bleiben für Familie, Handwerk und Mittelstand in Deutschland. Aber das Entscheidende, und ich will es noch mal sagen, weil ich hier die Freunde aus Niedersachsen ja auch sehe, das Entscheidende, das Verrückteste an dem, was da entschieden werden soll, rund um die Kernkraftwerke, ist eine Lösung, die man wirklich keinem mehr erklären kann, schon gar nicht einem Klimaschützer. Das Bundesministerium, Herr Habeck, will nämlich zwei Ölkraftwerke, zwei schwimmende Ölkraftwerke mieten, zu horrenden Preisen irgendwo im Norden an der Küste festmachen, weil nämlich der Stresstest sagt, eigentlich bräuchten wir die Energie aus dem Kernkraftwerk Lingen. Eigentlich bräuchten wir sie für die Netzstabilität,
Weil wir das aber nicht wollen, bringen wir Ölkraftwerke ans Netz. Liebe Freundinnen und Freunde, nur weil Herr Trittin sein Lebenswerk in Gefahr sieht, nur weil die Altfundis aus Gorleben und Brockdorf gerade wieder wach werden, nur weil die Mehrheit der Grünen Wähler, es ist die einzige Partei, bei der die Mehrheit nicht die Kernenergie jetzt für diese Zeit nutzen will, nur deswegen ist ein grüner Klimaminister dazu bereit, lieber Ölkraftwerke laufen zu lassen mit CO2-Ausstoß als klimaneutrale Kernkraftwerke. Leute, wo sind wir denn? Das ist eine Anti-Atom-Partei, aber keine Klimaschutzpartei. Und das wird in diesen Tagen deutlich. Und der zweite wichtige Punkt, neben dem Ersetzen, dem Mehrangebot machen, dem Ersetzen von Gas und Mehrangebot, ist das Entlasten. Es geht um Zusammenhalt, denn das ist auch eine soziale Frage für viele. Putin will spalten. Er will die Gesellschaft spalten, auch durch den Energiekrieg, den er macht und die Probleme, die das bringt. Und die Wahrheit ist, sie ist schon ausgesprochen worden, wir können nicht jeden in Deutschland, in Europa so stellen, als gäbe es diesen Krieg, als gäbe es diese Krise nicht. Und da ist auch ein Stück soziale Marktwirtschaft, die Preise einerseits wirken zu lassen, denn sie sind ein Anreiz, Energie einzusparen, effizienter zu werden. Aber soziale Marktwirtschaft heißt eben auch, soziale Härten abzufedern. Und soziale Härten, das geht mittlerweile weit in die Mitte hinein. Menschen mit 1800, 2200 Euro netto, Handwerkerfamilien, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- und ihre Gasrechnung bezahlen sollen. Und dann haben wir am Sonntag ein Entlastungspaket gesehen, da werden 65 Milliarden ins Schaufenster gestellt. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist genau für diese Familien, für diese Handwerker, für diesen Mittelstand da nichts drin. Das ist ein PR-Termin gewesen für diejenigen, die es wirklich brauchen, sich nichts kaufen können. Und deswegen sagen wir hier sehr konkret, wir möchten Sicherheit geben, gerade für diejenigen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die viel zu selten im Blick sind, gerade aktuell, weil alle immer nur schauen, was ist da, wo die Sozialtransfers sind. Das ist auch okay, aber es reicht eben nicht. Die anderen sind die, die den Laden am Laufen halten. Und wir schlagen vor, statt einer Energiepauschale für alle 300 Euro gezielt 1.000 Euro für das untere Einkommensdrittel, weil die brauchen es wirklich. Es geht um gezielte Entlastung und Unterstützung. Wir schlagen vor, einen Strom- und Grundpreisbedarf. Was heißt das? Dass jeder Haushalt zum Beispiel beim Gas, ist auch ein Vorschlag der Sachverständigen, Frau Professor Grimm, 75% des Jahresverbrauchs, Vorjahresverbrauchs zu 12 Cent pro Kilowattstunde bekommt. Das gibt Sicherheit für diesen Winter. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, das Gefährliche an der aktuellen Situation ist doch gerade eins. Die Menschen sind wahnsinnig verunsichert. Diese Krise, dieser Krieg hält weiter an. Und sie fragen sich, was auf sie zukommt. Mit einem solchen Grundbedarf bei Strom und Gas würden wir ihnen Sicherheit geben können, tatsächlich für das, was sie brauchen im Winter. Sie würden sich ausrechnen können, was auf sie zukommt. Und ich bin sehr sicher, das würde zum sozialen Frieden in unserem Land beitragen. Von der Ampel gibt es nur vage Ankündigungen. Von uns gibt es ein konkretes Angebot, wie wir sozialen Zusammenhalt in diesem Land auch in schwerer Zeit schaffen können. Und das gilt auch für Handwerk und Mittelstand, Industrie. Man hat das Gefühl, die wissen gar nicht, was da los ist, wie viele sich da Sorgen machen. Dass überhaupt es ein Unterstützungspaket jetzt angekündigt gibt, nachgekleckert von Robert Habeck gestern in der Debatte, ist ja schon mal ein Schritt. Aber es ist bis jetzt eben nur eine Ankündigung. Im Übrigen sagen wir auch in dem Papier, und das müssen wir in den nächsten Monaten noch weiter ausarbeiten, jetzt ist die Zeit für angebotsorientierte Wirtschafts- und Wachstumspolitik, nicht für schuldenfinanzierte Maßnahmen und Nachfrageprogramme. Wir haben Rekordinflation. Das Angebot muss erweitert werden. Da geht es um Wettbewerbsfähigkeit, Steuerreform, Bürokratieabbau. Aber da geht es auch um freien Handel. Liebe Freundinnen und Freunde, der Wirtschaftsminister kann nach Katar fahren. Er macht einen Knicks beim Emir, wo Menschenrechte eher eine untergeordnete Rolle spielen, um Gas zu kaufen. Das ist auch okay in dieser Zeit. Schwierig genug alles. Aber wer Gas in Katar kaufen kann, der muss doch einen Handelsvertrag mit Kanada auch endlich im Deutschen Bundestag beschließen können, liebe Freundinnen und Freunde. Das kann auch nicht richtig sein, dass das seit Monaten, seit Jahren nicht möglich ist, dass wir dieses Freihandelsabkommen miteinander verabschieden. Und ein letztes, weil wir diese Schallplatte von den 16 Jahren immer hören. Ja, wir haben Verantwortung für diese Lage, Mitverantwortung für diese Lage. Aber warum? Warum eigentlich haben wir so viel russisches Gas in den letzten Jahren in unsere Energieversorgung einbezogen?
Auch der Teil muss mal erzählt werden. Wir sind aus Kohle und Kernenergie parallel in den Ausstieg gegangen. Und ich habe jetzt keine Grünen gesehen, die irgendwie was dagegen gehabt hätten, dass wir aus Kohle und Kernenergie aussteigen. Wir sind stark in den Ausbau von Erneuerbaren gegangen. Wir haben übrigens in der Regierungszeit von Angela Merkel den Anteil von Erneuerbaren am Strom auf fast 50% gebracht, verzehnfacht in den letzten Jahren. Aber jeder wusste, wenn wir diesen Weg gehen, dann ist Gas die Brücke, die wir brauchen, um in einem Industrieland Versorgungssicherheit zu haben. Selbst die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag im Dezember letzten Jahres noch reingeschrieben, dass wir neue 40 bis 50 neue Gaskraftwerke brauchen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, das russische Gas war das günstigste. Das ist einfach die Wahrheit, die banale. Es war betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich, kurz- und mittelfristig die bessere, weil günstige Alternative und hat viel beigetragen zu unserem Wachstum in den letzten Jahren. Wir sehen aber langfristig hat das eben hohe Kosten auch für unsere Sicherheit. Und deswegen ist es richtig, dass wir das aufarbeiten, was da im breiten gesellschaftlichen Konsens passiert ist. Aber liebe Freundinnen und Freunde, eins akzeptiere ich nicht. Ich meine, Olaf Scholz hat ja gelegentliche Erinnerungslücken. Es ist pathologisch. Aber schauen wir doch einfach mal. 1998, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die Sozialdemokraten haben in den letzten 24 Jahren, in 20 Jahren in diesem Land mitregiert und kommen jetzt nicht so billig mit dieser Nummer, mit den 16 Jahren ständig raus, die sie uns da jede Woche erzählen. Es war Sigmar Gabriel, der 2015 die Gasspeicher hat verkaufen lassen an Russland. Es war Sigmar Gabriel, ein Niedersachser übrigens, der die norwegischen Verträge gekündigt hat, um die russischen zu erhöhen. Es war Gerhard Schröder, Jürgen Trittin und Joschka Fischer, die Nord Stream 1 unter Rot-Grün begonnen haben. Ja, wir haben eine Verantwortung und wir haben was aufzuarbeiten, ohne Zweifel. Aber dass Herr Scholz, bei dem Gasgärt noch immer in der Partei ist, wo Teile der Partei korrumpiert waren, weil sie russisches Geld genommen haben und bis heute Putin-Versteher sind, von Olaf Scholz lassen wir uns über die letzten 16 Jahre nichts, aber auch gar nichts erzählen, liebe Freunde und Freunde. Und deswegen machen wir hier ein Angebot, denn kritisieren alleine reicht nicht, wie wir in dieser Krise für mehr Angebot bei der Entlastung, bei Wirtschaftswachstum vorgehen würden, was wir tun, wenn wir regieren würden. Und der entscheidende Unterschied, auch wir würden wahrscheinlich Fehler machen in dieser Krise. Und ich bin übrigens der Letzte, der kritisiert, dass man in einer solchen Krise auch mal nachbessern muss. Dafür verändern sich die Dinge zu schnell. Das ist nicht unsere Kritik. Unsere Kritik ist, dass nicht der Schulterschluss mit Ländern und Kommunen gesucht wird. Unsere Kritik ist, dass Dinge seit März nicht umgesetzt werden, die wir diskutiert haben. Aber unsere Kernkritik ist, dass am Ende denen Ideologie wichtiger ist, den Laden zwischen Rot, Grün und Gelb zusammenzuhalten, um irgendwie jedem seine Klientel zu bedienen, aber am Ende eben nicht das Land vor die Partei zu stellen. Das machen wir anders. Das ist unser Angebot. Ich bitte um Zustimmung.